Liege oder setze dich bequem hin und komme zur Ruhe. Schließe deine Augen. Atme zu Beginn ganz tief in den Bauch ein. Halte die Luft kurz an und atme lang wieder aus. Und noch einmal. Und lass deinen Atem nun wieder ganz normal fließen. Wir starten wieder damit, dass wir ungewünschte Gedanken ausschließen. Stell dir dazu wieder dein Blatt Papier und deinen Stift vor. Und überlege dir jetzt, welcher Gedanke gerade sehr präsent ist. Welchen Gedanken möchtest du jetzt aus der Meditation ausschließen? Das kann ein Gefühl sein, ein Gedanke, eine Person. Versuche dafür ein Wort zu finden und schreibe dieses Wort auf dein Blatt Papier. Sieh dich selbst, wie du den Stift hältst und das Wort Buchstabe für Buchstabe aufschreibst. Und wenn du das erledigt hast, dann falte deinen Zettel ganz sorgsam zusammen. Und dann erscheint jetzt vor dir ein großes Regal, ein großer Schrank mit ganz vielen Schubladen. Und eine leere Schublade öffnet sich jetzt. Und du legst deinen Zettel dort hinein und verschließt diese Schublade ganz bewusst. Und dann verschwindet dieser Schrank wieder. Konzentriere dich jetzt nur auf deinen Atem. Aufs Einatmen und Ausatmen und verfolge den Atemstrom in deinem Körper. Einatmen und ausatmen. Spüre, wie dein Körper sich entspannt. Lass beim Ausatmen los. Und sinke immer tiefer und tiefer in die Entspannung. Sollten Gedanken kommen, dann lasse sie wie Wolken vorüberziehen. Halte nicht an ihnen fest. Konzentriere dich dann einfach wieder auf meine Stimme. Dankbarkeit öffnet das Herz. Dein Herz ist der Ort, der alles weiß. Und wenn du eine Frage hast, dann formuliere diese Frage jetzt für dich. Was möchtest du dein Herz fragen? Lege nun eine Hand auf dein Herz. Erinnere dich jetzt an einen Menschen, der dir sehr wichtig ist und den du sehr liebst. Stell dir vor, wie dieser Mensch vor dir steht und erinnere dich an alles, was du mit diesem Menschen schon erlebt hast. Schau dieser Person nun in die Augen und bedanke dich im Geist bei ihr, dass sie in deinem Leben ist. Erinnere dich jetzt an einen bestimmten Moment, der für dich besonders wichtig war. Das kann die Geburt eines Kindes sein,
dein Hochzeitstag, ein Moment, an dem du richtig glücklich warst. Und lasse die Dankbarkeit über diesen bestimmten Moment in dein Herz fließen. Dein Herz erhält jetzt all deine Dankbarkeit. Und jetzt gehe in Gedanken deinen heutigen Tag durch. Oder wenn der Tag noch ganz jung ist, dann den gestrigen Tag. Erinnere dich an all die kleinen Wunder, die der Tag für dich bereitgehalten hat. Ein Lächeln, eine Blume, eine Umarmung. All die kleinen Kostbarkeiten. Lass all die Erinnerungen in dein Herz fließen. All die Dankbarkeit für diese Kostbarkeiten. Erlaube dir tiefe Dankbarkeit für die Menschen, die dein Leben bereichern und für die schönen Erfahrungen. Spüre einfach nach, wie sie dich das jetzt gerade für dich anfühlt. Und wenn du jetzt eine Frage an dein Herz hast, ist jetzt der Zeitpunkt, sie zu stellen. Und nun warte ein wenig, was dein Herz dir antwortet. Einfach nur ein- und ausatmen und lauschen. Einatmen und ausatmen. Einatmen. Und ausatmen. Und nun lass die Dankbarkeit in jede Zelle deines Körpers fließen. Lass dich davon überfluten. Hast du jetzt vielleicht sogar ein großes Lächeln auf deinem Gesicht? Und dann bedanke dich bei deinem Herz, dass es jeden Tag für dich schlägt und lebt. Und stell dich nun darauf ein, langsam ins Hier und Jetzt zurückzukehren. Nimm wieder den Raum wahr, in dem du dich befindest. Nimm die Geräusche wahr und die Gerüche. Spüre die Unterlage, auf der du sitzt oder liegst. Atme tief ein, nimm frische, neue Energie auf
und atme lang wieder aus. Bewege deine Füße, bewege deine Hände, strecke dich, wenn du magst. Und wenn du soweit bist, dann öffnest du einfach wieder deine Augen und spürst noch einen Moment dem Gefühl der Entspannung nach.